Sorry, dass ich kurz weg war. Ja. Wir hatten jetzt soweit nichts mehr genaueres auf der Karte, beziehungsweise irgendwie noch zu machen an Hauptmissionen etc. Wir haben ja alle Haupt- und Nebenmissionen gemacht. Ich möchte jetzt noch eine Sache machen. Deswegen müssen wir noch zum Castel San Angelo, also zu Engelsburg. Ich habe jetzt einfach da mal den Marker hingesetzt, denn ich werde das letzte Cluster machen, was ich jetzt noch nicht habe. Das muss ich noch machen, werde ich noch machen jetzt. Und, ja. Es war ein sehr schönes LP, finde ich. Fand ich. Mir sehr viel Spaß gemacht. Über die Zeit hinweg, jederzeit. Und, es hat mir eigentlich immer gefallen. Ja. Ich will so ein bisschen reden, so wie es mir gefallen hat bisher. Ich werde dann das letzte Cluster machen und dann die Fresse halten, weil es dann noch Zwischensequenzen gibt und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Ansonsten kann man nicht mehr viel sagen eigentlich. Ich hoffe, ihr schaut weiterhin auf meinen Kanal, wo es weiter Assassin's Creed geben wird bis zum bitteren Ende. Jeden Assassin's Creed Teil wird irgendwann noch kommen. Auch wenn ich jetzt ein bisschen hinterherhänge und Unity nicht dann kommen wird, wenn es rauskommt, denn ich werde auch nicht kurz danach kommen, denn wie gesagt, es werden in der richtigen Reihenfolge die kommen, so wie sie erschienen sind. Das heißt, ich werde ganz einfach nach Assassin's Creed Brotherhood jetzt Assassin's Creed Revelations spielen, danach Assassin's Creed 3, danach Assassin's Creed 4, danach Assassin's Creed Liberation HD, vielleicht, da bin ich mir noch nicht sicher. Liberation HD vielleicht danach. Nein. Und danach dann Unity und dann Rogue oder zuerst Rogue und dann Unity. Mal gucken, weiß ich noch nicht viel darüber. Nein. Ist jetzt plötzlich die Kamera gewechselt. Nein, ich will das. Also Bordschirmbanner werde ich nicht machen. Darauf könnt ihr euch verlassen, dass ich das nicht machen werde. So. Dann werden wir mal weiter reingehen. In Sachen in die Engelsburg. Und versuchen, das letzte Cluster, wie gesagt, zu machen. Es ist gut. Ich hab's auch. Ich hab nicht lange gebraucht. Ja, und du fall mal runter. Alles klar. Im Moment. So. Muss kurz noch was checken. Was war das denn?
Und rein da. Gehen wir mal drauf zu. Wo warst du? Ich habe dich vermisst. Laden. Jo. Zwei, drei, vier, fünf, so. Eins, zwei. Eins, zwei. Sehr gut. Oh, schöne neue Welt. Welch unsterblich Hand oder Auge konnte deine furchtbare Symmetrie formen. Alles klar. Laden. Logikzentren aktiv. Ich verstehe, was ich muss. Warum ich hier bin. Ich muss. Langzeitgedächtniszentren aktiv. Nein. Nein. Holt es raus. Holt es raus. Tötet mich. Laden. Okay. Laden. Es geht um Genetik. Sie wurden in ihre Positionen hineingeboren. Wir helfen ihnen nur, es zu akzeptieren. Mit jedem Tag, der vergeht, vergeht. Mit jedem Tag, der vergeht, wird das Volk stärker. Freiheit steigt auf, kündigt eine Revolution an. So. Okay. Laden. Abnorme Gehirntätigkeit bei Kindern im Alter von 3 Monaten bis 18 Jahren und bei Erwachsenen zwischen 19 und 30 entdeckt. Zusammenfassung. Einige neue Studien von internen Marketing-Teams haben entdeckt, dass Entertainment-Verkaufszahlen abnehmen und Proteste zunehmen. Die Wirtschaft ist in Aufruhr. Alle Marktanalysen zeigen, dass sich das System stabilisieren sollte, doch stattdessen haben wir es mit dem Gegenteil zu tun. Als Reaktion darauf will unser Team den Grund für die nachlassende Wirkung von Absorptionskontrollmechanismus herausfinden. Frühere Studien über die bilaterale Hirnstimulation bei Filmen, Fernsehen und Videospielen haben die charakteristischen ARAS-Muster gezeigt, die von Abstergo-Signalmustern erzeugt werden. Unsere Studie wurde an einer Testgruppe durchgeführt, drei Subjekte im Alter von plus minus 10 bis plus minus 30, die ferngesehen hat, während FMRT-Scans im Ruhezustand durchgeführt wurden. Im Gegensatz zu früheren Studien zeigten 80% der Subjekte erhöhte kortikale Hirnaktivität. Detaillierte Scans mit einem Prototypen unseres DMRT-Geräts wiesen auf einen gesteigerten
erhöhtes neuronales Wachstum hin plus minus 30% über dem der älteren Gruppen. Eine derartige Steuerung passt nicht in das darwinistische Modell. Zusätzliche Studien sind erforderlich, um das endgültige Ziel dieser abnormalen Evolution festzustellen. Erste Abstergo-Marketing-Quartalsübersicht, 17.04.2012. Weiter. Ich kann überhaupt nicht lesen, egal. Wenn Sie dieses Band abspielen, habe ich diese Welt verlassen und dieses großartige Unternehmen. Abstergo Industries, unsere große Hoffnung für die Menschheit, für Sie. Hören Sie nicht auf Ihre Ratgeber. Die sind zu sehr in Oberflächlichkeiten und Lifestyle verstrickt. Wir haben den Kapitalismus geschaffen, aber wir sind keine Kapitalisten. Unsere Ziele sind nobel. Das primitive System der Kontrolle durch Geld ist nur ein Verband über der Wunde, die wir heilen wollen. Die Menschen in dieser Welt sind verunsichert, verloren, verängstigt und unfähig, selbstständig zu produzieren. Ohne uns wären sie nur Tiere, Sklaven der anderen, die eine solche Verantwortung nicht verdient haben. Wir haben sie davor gerettet, vergessen Sie das nicht. Aber genug von der Vergangenheit. Ich muss Sie vor der bevorstehenden Krise warnen. Obwohl Ihr Umfeld es leugnen wird, sind wir bald schon unfähig, neue Märkte zu generieren. Die Leute werden immun gegen unsere Ökonomen und Entertainer. Wenn der freie Markt stirbt, wenden sie sich gegen uns. Also zögern Sie nicht. Inzwischen wurde Ihnen gezeigt, was nur die Großmeister unseres Ordens gesehen haben. Nun wissen Sie, warum Abstergo... warum das alles nötig war. Und nun wissen Sie, was zu tun ist. Halten Sie den Kurs. Wir geben Ihnen Freiheit. Freiheit von Angst, Freiheit von Pornografie, von ekelerregenden animalischen Trieben, Freiheit von Demokratie. Am Ende wird die Menschheit uns danken. In hoc signo vinces. Laden. Okay. Alles klar. Okay. Okay. Aber wir lesen es mal. 64 Felder, alle Schichten und Geschichten. Jeder Zug vorhergesehen, jede Antwort ausgereift. Abstergo hat es erschaffen. Es ist das Spiel der Firma. Es gibt keinen Ausweg. Hamlet Akt 2, Szene 292. Brun Los Ojos Tuam Liberamentem. Der König, F2, ihr Zug. Okay. Wir müssen nämlich das machen. Laden. Ich beende es. Ich kann es beenden, aber es geht nicht weg. Es ist fast so weit, Desmond Miles. Ich weiß, wie der Weg geöffnet wird. Bald wird mein wahrer Zweck enthüllt. Bald bin ich nicht mehr allein. Laden. Quarantänezone.
Okay, wir folgen dieser Linie. Habe ich eins ausgelassen? Okay. Ganz ruhig, versuche keine Kugel auszulassen. Quarantäne aufgehoben. Sehr gut. Da ist nichts. Komisch, ich sehe enorme Datenmengen. Was meint er mit, das Wunder liegt in der Ausführung? Keine Ahnung. Ein Kommentar zum Nihilismus? Er spielt mit uns. Außer? Es ist kein Video. Moment. Starte es, wenn du bereit bist. Jo, wir starten sie. Wenn Sie die Datei wirklich starten, alle Fortschritte seit dem letzten Checkpoint gehen verloren. Ja, will ich. Bisschen klettern. Das nennt sich jetzt die Wahrheit. So. Das habe ich noch nie selbst gespielt. Ich habe es schon mal gesehen, aber ich habe es noch nie selbst gespielt. Deswegen ist es auch jetzt blind für mich gerade. Okay, und jetzt los weiter. Ach, okay, wir sind anscheinend gestorben oder zurückgesetzt worden. Ah!
Ja, was mache ich denn falsch, Jungs? Daran jetzt springen. Kompiliere Subsystem. Infrastruktur, Sehnen, Herz, Stimme, Subjekt 16? Ja, ja, Subjekt 17. Du bist tot. Ich sah dein Blut. Keine Zeit. Es ist viel später, als du denkst. Zu spät, um sie zu retten. Wen? Sie ist nicht die, für die du sie hältst. Alles, was du erreichen willst, alles, was dir wichtig ist, es ist schon verloren. Erklär es. Bitte. Eden. Sie... In Eden finde Eva. Den Schlüssel. Ihre DNA. Sprich! Ich kann nicht. Die Sonne. Dein Sohn. Zu schwach. Muss Energie auffrischen. Geh nicht. Ich bin bis zum Ende bei dir. Finde mich in der Dunkelheit. Ja, das wollte ich jetzt nicht. So, jedenfalls bin ich jetzt in der Vatikanstadt, wo warum auch immer ich, wie ich auch immer hier hingekommen bin. Ist ja völlig egal. So. Sicher nicht alle Tage. Okay. Ja, dann lege ich jetzt auch das Pad zur Seite und sage euch vielen Dank fürs Zusehen. Wir hatten einen kurzen Einblick auf Subjekt 16. Natürlich auch nur kurzweilig. Und ja, mir hat's gefallen. Denke ich, auf jeden Fall war es das jetzt endgültig mit Assassin's Creed Brotherhood. Ich habe jetzt Da Vinci's Verschwinden zu Ende gespielt. Ich habe alle Cluster gemacht. Ich werde jetzt vielleicht noch, das wird aber irgendwann kommen, das habe ich ja auch in AC2 schon angefangen, Federn, Borgia Banner kommen, ja, von AC2 kommt auch noch was. Aber das, mal gucken, wie das kommt, das mache ich auch nur so sporadisch in den Ferien oder so. So das hat nichts mit dem richtigen Aufnehmen zu tun und ja. Jedenfalls will ich mich bedanken fürs Zusehen. Ja,
Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten schreibt da einen Kommentar, was man verbessern könnte. Sonst noch irgendwie. Ja, danke fürs Zusehen, für alles, was ihr macht. Bitte unterstützt mich weiter und ja, haut rein, bis zur nächsten Folge. Schaut dann wieder rein und ciao. Bye-bye.